Warhammer The Old World ist da, oder fast, und das ganze Internet explodiert. Und ich werde etwas anderes machen. Ich denke mir, sich darüber aufregen, dass der Release mal wieder voraussehbar verkackt wurde oder all die anderen Sachen, worüber sich im Netz aufgeregt wird. Nein, ich denke mir, das sind low-hanging fruits und deswegen versuche ich mal was anderes. Ich werde euch jetzt mal erklären, was Warhammer The Old World überhaupt ist und, naja, was sich geändert hat im Gegensatz zu Warhammer Fantasy. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dudes und Dudarinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deist-Malbunker. Naja, was heißt Malbunker? Ich habe hier wirklich seit Wochen nicht mehr gemalt, denn ich war im Urlaub und kam aus dem Urlaub zurück und bin krank geworden. Und man hört es immer noch, ich bin leider immer noch sehr lädiert. Man hat es auch in den letzten Podcasts gehört, dass ich gehustet habe und geschnieft habe und das ist leider immer noch nicht vorbei. Ist wirklich was Langwieriges diesmal. Aber ich kam aus dem Urlaub zurück und konnte jetzt erstmal die letzten Tage nichts machen. Deswegen zum Thema The Old World. Games Workshop interessiert sich nicht, wann ich Urlaub habe. Games Workshop interessiert sich nicht, ob ich krank bin. Die haben gesagt, Ende November, übrigens, The Old World kommt Anfang Januar. Hier hast du die PDFs, kannst du schon mal reingucken und du kriegst irgendwann Samples zugeschickt. Habe ich gedacht, ja geil, werde ich aber nichts groß zu machen können, weil ich bin im Urlaub. Wie jedes Jahr zwischen Weihnachten, Silvester und die Woche drauf bin ich im Urlaub, da mache ich nichts, da arbeite ich nicht. Und dass ich dann krank wurde, nun ja. Und in genau der Zeit hat Games Workshop halt ihre Sachen geschickt. Was ich aber machen konnte, um was vorzubereiten, war im Endeffekt die Regeln auf Englisch lesen, die ich zugeschickt bekommen habe, da einen Überblick zu bekommen. Das war ganz gut, aber sonst tut es mir leid, dass ich jetzt zu dem großen Reveal-Release zu Warhammer The Old World nichts weiter machen kann, als einfach so ein Video, wo ich direkt mit euch in die Kamera rede und euch ein paar Infos liefere, weil, naja, was soll ich sagen, die Zeit war nicht da. Ne? Ich war im Urlaub, kam wieder, hätte theoretisch 4 Tage Zeit gehabt, in der lag ich aber im Bett. Daher lehnt euch zurück, macht bloß das Bild aus, damit ihr mich nicht mehr sehen müsst und hört zu, was ich zu sagen habe. Und ich versuche nicht, wie andere YouTuber, einfach nur ganz viele Klicks zu generieren, indem ich mich darüber aufrege, dass der Release ja wieder verkackt wurde, dass das wieder alles ausverkauft war und alles total doof ist und was sie für Fehler gemacht haben. Ich habe natürlich auch meine eigene Meinung dazu. Dazu habe ich aber mehr in meinem Livestream vom letzten Mittwoch gesagt. Da habe ich nämlich die beiden Boxen, die beiden großen Boxen von den Gruftkönigen von Khemri als auch von dem Königreich Bretonnia, habe ich beide geunboxed, live in dem Stream. Das Video könnt ihr euch immer noch anschauen. Wir haben uns genau alle Gussrahmen angeschaut, wir haben uns die Regelbücher angeschaut, alle Bücher, die noch mit dabei waren, die ganzen Utensilien, und haben natürlich auch ganz viele, oder ich habe dann natürlich auch ganz viele persönliche Meinung diesbezüglich geäußert. Das will ich hier jetzt nicht doppeln, das könnt ihr euch gerne anschauen. Und was ich insgesamt von dem Release halte, das will ich hier jetzt auch nicht wieder doppeln, denn in der 8. Folge von unserem Podcast Radio Hobbybruch haben Christian und ich genau darüber gesprochen, als Schwerpunkt der Release von Warhammer The Old World. Könnt ihr euch auch gerne anhören bei Spotify oder YouTube, wenn ihr das Video anschaut, und das gibt es hier noch nicht. Am 15. oder 16. Januar 2024 wird der Podcast online gehen und dann könnt ihr euch den anhören und da werden wir in diesem Fall tatsächlich auch zwei Meinungen uns dem Thema tatsächlich nähern, aus einer anderen Perspektive. In diesem Video möchte ich einfach darauf hineingehen, euch zu erklären, was ist The Old World eigentlich? Die meisten von euch wissen das vielleicht schon, aber es gibt, witzigerweise, wenn ich ein bisschen mehr ins Detail gehe, gibt es sehr viele, gerade deutsche YouTuber auch, die darüber reden, wo aber ganz viel Falsches irgendwie mit dabei ist. Also viele falsche Informationen, und gerade, wir wissen, in einer Welt, wo man sich gerne aufregt, regt man sich darüber auf, oh, man braucht jetzt 3 Bücher, man braucht 5 Bücher, man braucht 800 Bücher und man muss alles neu basen und alle Figuren sind 200 Jahre alt, aber sind teuer wie die Dinger, die erst in 3 Jahren rauskommen. Man könnte sagen, ich übertreibe ein kleines bisschen, aber man steigert sich dann gerne in so eine Hasswelle mit rein und dabei werden nicht alle Sachen gesagt, die immer komplett wahr sind, werden aber trotzdem so weitergetragen. Und deswegen versuche ich das Ganze hier jetzt mal ein bisschen zu grounden, um zu gucken, alles klar, was ist The Old World, was braucht man, um The Old World zu spielen, beziehungsweise das Spiel zu starten, und dann versuche ich einen groben Überblick zu finden, was an Old World anders oder gleich ist zu vorherigen Warhammer Edition, respektive der 8. Edition, weil das halt die letzte aktuelle war. Also, was ist Warhammer The Old World? Warhammer, beziehungsweise Warhammer Fantasy, war im Endeffekt der Prototyp des Wargaming Tabletops. Man hat große Fantasy-Armeen, die aufeinanderprallen im 28mm Maßstab. Das ging später auch ein bisschen höher. Wir wissen, bei Games Workshop sind wir mittlerweile, weil sie komplett auf Plastik umgestiegen sind und sie auch natürlich mehr versuchen, mit den Plastik-Sachen zu machen, ist der Scale mittlerweile sehr viel größer geworden als 28mm. Ich würde sagen, wir liegen zwischen 32 und 36mm bei den meisten Games Workshop-Spielen. Genug von dem Exkurs. Also Warhammer Fantasy war der Prototyp eines des klassischen Wargames.
man hatte große Armeen gehabt, aus Fantasy-Armeen mit Monstern, mit Kriegsmaschinen, mit Regimentern, die aufeinander geclasht haben und man im Endeffekt dann große Schlachten gespielt hat. Dieses Spiel kam 83 auf den Markt und hat sich dann immer wieder weiterentwickelt. Hat angefangen eher so als Miniaturen-Rollenspiel und wurde dann irgendwann zu einem großen, richtigen Armeespiel, bis es dann mit der 8. Edition, 2015 eingestellt wurde. Die 8. Edition kam 2010 auf den Markt oder 2011 und 2014. Nee, 2010 war das. Und 2014 haben sie mit The End Times die letzte Kampagne gestartet, mit der sie im Endeffekt das Ende von Warhammer Fantasy eingeläutet haben, was dann 2015 der Fall war. Und 2015 wurde dann Warhammer Fantasy beendet, als dann Age of Sigmar startete. Und hier muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen, oh, ehrlich gesagt, als ich gepostet habe, dass ich tatsächlich die Samples bekommen habe, wo ich echt noch skeptisch war, ob ich die bekomme, habe ich schon gar keinen Bock mehr gehabt, eigentlich überhaupt noch ein Video zu dem Thema The Old World zu machen, weil die Stimmung offensichtlich in der Community so schlecht ist. Und normalerweise ist die DICE-Community echt positiv, aber da war so eine schlechte Stimmung zum Großteil in den Kommentaren, die mir echt das Ganze ein bisschen vergrätzt hat und ich teilweise gedacht habe, so, boah, Leute, irgendwie habe ich gar keine Lust mehr, ein Video dazu zu machen. Angefangen von, oh, du hast ja Samples und du findest es dir ja doof, da hättest du mal jemanden schenken sollen, der sie schön findet, weil wir haben ja gar nichts mehr bekommen. Von solchen Thematiken angefangen bis über, oh, Age of Sigmar hat das beste Spiel der Welt kaputt gemacht und jetzt wird Age of Sigmar in den A-GIF. Ungelogen. Ganz viele von diesen Kommentaren und ehrlich gesagt, wenn ihr kommentiert drunter, und ich möchte, dass ihr kommentiert, dass wir diskutieren, reißt euch bitte an den Riemen. Ja? Die meisten von euch sind echt cool, aber ich habe das Gefühl, dass Warhammer Fantasy, was jetzt wieder da ist, als in The Old World, eine riesige Shitshow startet. Wo ich immer gesagt habe, ich habe immer früher Warhammer Fantasy geliebt, ich habe die Community geliebt. Und wenn ich das jetzt so sehe, dass so meine Community sozusagen wiederkommt mit dem ganzen Ding, schäme ich mich ein bisschen dafür, Teil dieser Community zu sein, die offensichtlich toxischer ist, als ich dachte. Also daher, ich weiß, ihr draußen seid cool und wenn ihr Emotionen habt, denkt nochmal drüber nach, bevor ihr sie tippt. Na? Wir versuchen hier jetzt einfach mal nochmal ein bisschen grounded zu sein. Also, Warhammer Fantasy wurde eingestellt. Warhammer The Old World ist jetzt 9 Jahre, nachdem Warhammer Fantasy eingestellt wurde, im Endeffekt eine Fortsetzung von Warhammer Fantasy. Geschichtlich von der Ingame-Lore sind wir 200 Jahre zuvor. Wir sind in einem Prequel sozusagen. Das heißt, wir sind nicht mit der großen Schlacht des Chaos, die große Invasion, die Endzeit und alles, das alles, sondern wir befinden uns 200 Jahre zuvor. Das Imperium wurde noch gar nicht wirklich so zusammengefasst als ein großes Imperium. Es wurde noch nicht geeint. Und die große Chaos-Invasion von Azawar Kul steht im Endeffekt noch bevor. Das ist so grob. Das waren noch 200 Jahre, oder? Ey, sorry, wenn das mit den Jahreszahlen nicht ganz stimmt. Das ist aber zumindest grob die Handlung. Viel tiefer möchte ich hier nicht eingehen. Da hätte man vielleicht dann nachher Gregors Videos. Der könnte dann mehr auf die Old World Lore drauf eingehen. The Old World ist geschichtlich also ein Prequel zu Warhammer Fantasy. Ganz cool. Und sie konzentriert sich tatsächlich auf dem Schauplatz eher auf die alte Welt, also dem Hauptkontinent, wo halt das Imperium groß ist, die Bretonen sind und der, wo im Endeffekt im Norden Kislev ist und wo dann aus dem Norden im Endeffekt nachher die Chaosheere kommen und versuchen, das Imperium zu zerstören. Das Imperium war ja sowieso immer ein kleines bisschen im Fokus von Warhammer Fantasy als zentraler Punkt. Die Warhammer-Welt ist sehr stark orientiert an unserer echten Welt. Das heißt, die alte Welt ist sehr ähnlich an Europa. Dann haben wir irgendwo, wo man Atlantis vermutet, wäre Ulthuan. Nordamerika ist Nagaroth, wo die Dunkelelfen leben. Südamerika ist Lustria, wo die Echsenmenschen leben. Dann haben wir noch den afrikanischen Kontinent, wo die Gruffkönige herkommen. Wobei das interessant ist, warum die jetzt mit dabei sind. Natürlich gibt es auf jedem Kontinent auch so ein paar Abwandlungen oder ein paar Außenposten von verschiedenen Völkern, damit man natürlich immer überall gespielt werden konnte. Dann gibt es den Südostasien-Bereich, da ist Cathay ganz groß, Arabia und so weiter. Wobei tatsächlich alles bis auf die alte Welt ausgeklammert wurde. Der ganze östliche Bereich, also Südostasien, der ganze asiatische Bereich, der ganze arabische Bereich wurde ja schon immer von Warhammer außer in der Lore relativ ausgeklammert, weil es von da nie Großarmeen gab. Was jetzt vielleicht irgendwann wiederkommen könnte, zumindest nachdem bei Warhammer Total War 3 Cathay ja nun vorgestellt wurde, diese ja im Endeffekt eine chinesische Armee, die mit Gemee zusammengearbeitet haben, um Designs zu machen. Und sie finden auch hier tatsächlich jetzt eine größere Erwähnung im Hauptregelbuch. Jetzt ist es so, dass der zeitliche Punkt und der Fokus auf die alte Welt leider auch einige Völker ausschließen wird. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt der Fraktionen.
Im alten Warhammer Fantasy gab es sehr, sehr viele Armeen. Ich hatte vor, sie alle aufzuzählen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das machen soll, weil ich wahrscheinlich die ein oder andere vergesse. Inklusive Armeen, die eigentlich nur White Dwarf-Projekte waren, die dann doch zum Beispiel auch mal ein Armeebuch in einer Edition bekommen haben. Ich rede mit euch, ihr Chaos-Zwerge. Dafür muss man sagen, das neue Warhammer The Old World konzentriert sich tatsächlich nur auf einige wenige Völker. Und tatsächlich fliegen einige raus, die tatsächlich auch Publikumslieblinge waren. Weil sie sagen, wir konzentrieren uns nur auf den Konflikt in der alten Welt und alles, was drumherum ist, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Zuallererst muss man tatsächlich sagen, dass sie dieses Mal stärker die Armeen sortiert haben nach Gut und Böse. Es gibt jetzt zwei Seiten, die Guten und die Bösen. Wir wissen aber natürlich, dass bei Warhammer alles immer sehr viel Grauzonen hat. Aber offensichtlich wird jetzt hier geteilt in Gut und Böse. Bei den guten Armeen haben wir die Zwerge. Ja, was soll ich sagen? Zwerge kennt man vielleicht. Die Warhammer-Zwerge sind wirklich prototypische Zwerge. Lange Bärte, sehr grimmig, hegen einen Groll gegen jemanden, wenn man ihn schief kommt, haben viele Kriegsmaschinen, bauen Städte in den Bergen, haben keine Magie, sondern nutzen Runen für solche Geschichten und haben solche coolen Sachen wie zum Beispiel die Slayer, also Zwerge, die irgendwie in Ungnade gefallen sind und dann den Slayer-Eid abgelegt haben. Sprich, sie tragen keine Rüstungen mehr, färben ihre Haare orange und haben Irokesenfrisur, um damit zwei Äxten den Tod im Kampf zu suchen, um dann die Ehre wiederherzustellen. Das sind die Zwerge. Wir haben die Königreiche von Bretonia. Und das Königreich Bretonia. Bretonia ist im Endeffekt die Artus-Sage mit einem wirklich hochmittelalterlichen Frankreich zusammengemischt. Das heißt, viele Ritter, die Gral, die Herren des Sees aus der Artus-Sage, die Gralslegende, das lebt da alles sehr groß. Das heißt, wir haben aber auch eine Ritterkaste und wir haben arme Bauern, die dann zum Kampf gezwungen werden. Wir haben das Imperium, das klassische Imperium, was wir kennen. Das ist ein bisschen auch von dem Namen her an Deutschland tatsächlich, an Deutschland in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob es die Renaissance-Zeit war. Ich hätte jetzt immer gedacht, Spätmittelalter. Ich wurde irgendwann mal verbessert, habe aber leider vergessen, zu welcher Zeit das war. Ich würde einfach sagen, spätmittelalterlich, wo die Technologie anfängt. Ich weiß nicht, ob das dann schon die Renaissance war. Zu der Zeit ist auf jeden Fall das Imperium. Das heißt, dort gibt es auch Pulverwaffen wie Kanonen und so weiter. Es gibt Kurfürsten, wobei ich weiß gar nicht jetzt zu der Zeit von Warhammer The Old World, ob es da schon die Kurfürsten gibt. Schwer zu sagen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Städte und wir haben Armeen, die wirklich gedrillt sind mit Soldaten. Verdammt, jetzt merke ich gerade, dass ich so in der Lore von der jetzigen Zeit, wo die Old World spielt, gar nicht so tief drin bin, dass ich alles, was ich über das Imperium sagen kann, vollkommen falsch sein kann. Auf jeden Fall ist es ein menschliches Volk, das mit Pulverwaffen viel arbeitet, das Ritter hat, also ein richtiges Allround-Volk, was irgendwie alles ein bisschen hat. Dann haben wir noch zwei Elfenvölker, und zwar die Hochelfen. Die Hochelfen sind wirklich die klassischen Elfen oder Elben, wie wir sie von Tolkien irgendwie kennen. Sie kommen übers Meer geschippert, haben einen Außenposten auf der alten Welt und sehen alle anderen Völker so ein kleines bisschen abschätzig an, weil sie kurzlebig sind, sind hoch, sind schnell, sind sauber, sind übergöttlich schön, schnell und intelligent. Und sind dort natürlich dementsprechend auch als Armee vertreten. Sie haben nicht nur spitze Ohren, sondern sehr spitze Helme und Hüte und agieren tatsächlich sehr viel mit Zauberei, haben sehr viele Elite-Einheiten und sind auch eine der wenigen Fraktionen, die tatsächlich Drachen mit ins Feld führt. Auf der anderen Seite haben wir die Waldelfen. Die Waldelfen haben sich irgendwann von den Hochelfen abgespaltet, als die in der alten Welt waren und gesagt haben, oh hier, wir müssen wieder zurück nach Ulthuan. Also da, wo die Hochelfen wiederkommen und alle abbrechen. Und die Waldelfen haben gesagt, nö, wir bleiben einfach hier, wir finden das cool. Und dadurch haben sie sich abgespalten und sind sozusagen zu den Waldelfen geworden, die in dem großen Wald dort bei Bretonia in Atelloren sich heimisch gefühlt haben und dort angesiedelt haben. Und zusammen mit dem dort, das ist eher so ein lebendiger Wald, mit diesem lebendigen Wald in einer Synergie, in einer Symbiose zusammenarbeiten. Die Waldelfen sind sehr, sehr fernkampflastig, haben auch eher, so wie es zumindest damals, als ich sie gespielt habe, noch von der Magie her sehr supportive waren von der Magie, haben aber auch sehr viele interessante Einheiten, weil sie auf Waldgeister zurückgreifen können. Das heißt Dryaden oder Baumschrate, Baummenschen und so weiter. Eine sehr, sehr spannende Armee, wie ich finde. Auf der bösen Seite haben wir natürlich das alles Entscheidende und das Element, was bei Warhammer einfach alles definiert. Es ist das Chaos. Es gab tatsächlich drei, vielleicht sogar vier Chaos-Fraktionen mit den Chaos-Zwergen, die eigentlich nur eine White Dwarf-Publikation war, die dann in der 5. Edition ein eigenes Armeebuch bekommen haben und dann in der 8. aber über Forgeworld auch nochmal mit dem Tamurkan-Buch in der 8. über Forgeworld auch nochmal eine Armee-Liste bekommen haben. Aber sie waren nie eine der richtig offiziellen, immer verfügbaren in der Lore und im Kopf von Games Workshop der Armeen, die irgendwie dazugehört haben. Das war immer so eine kleine Außenseiter-Armee, die so halb
legal, halboffiziell irgendwie war. Ganz seltsam, wie sie das Konstrukt geführt haben. Die sind auf jeden Fall nicht mit dabei und die Dämonen sind auch nicht mit dabei. Mit dabei sind die Chaoskrieger, das heißt die Sterblichen, die sich dem Chaos verschrieben haben und im Endeffekt die Wahrheit erkannt haben, um dann, naja, dem Chaos, den Menschen nicht das Chaos, sondern den Glauben an die vier Chaosgötter zu bringen. Die einen sagen, die sind das ultimative Böse, die anderen sagen, nein, sie wissen einfach jetzt, wie der Hase läuft und wissen, dass sie ihr ganzes Leben lang angelogen wurden. Chaoskrieger sind Menschen mit sehr, sehr schweren Rüstungen, wie man sie kennt, also richtig brachiale, große Rüstung mit Fell über den Schultern, dicke Panzerung, komplett auf Nahkampf getrimmt, die dann mit mutierten Monstern irgendwie in den Kampf ziehen. Die Armee, die ich von Anfang an immer gespielt habe und die ich bis heute immer noch total gerne sammle, weil ich die Figuren in diesen Rüstungen so extrem geil finde. Als vierte Chaos-Armee, und die ist auch bei The Old World mit dabei, sind die Tiermenschen, die sozusagen wahren Kinder des Chaos. Denn das Chaos wirkt nicht nur in die normalen Sterblichen hinein, sondern verändert auch und lässt auch Lebewesen und Pflanzen und alles, was lebt und nicht lebt, mutieren. Unter anderem kommt es dann auch zu Fehlgeburten bei Menschen, wo dann irgendwie so monsterartige Tiere bei rauskommen. Und diese Monster werden nicht immer unbedingt getötet, sondern teilweise auch ausgesetzt. Und die werden dann aufgegriffen von den Tiermenschen, von mutanten, menschenähnlichen Wesen, die mal die ziegenähnliche oder kuhähnliche, Anklitze haben und sich zu brutalen, wilden Stämmen gesammelt haben, um im Endeffekt einen Hass zu frönen auf alles, was die Zivilisation angeht. Man könnte fast immer sagen, dass die Tiermenschen der perfekte Gegenpol zu den Waldelfen sind, weil die sich auch ganz oft irgendwie in den Wäldern bekriegen und weil deren Spielstil tatsächlich auch relativ ähnlich ist zu den Waldelfen, nur nicht auf Fernkampf, sondern auf Nahkampf gelegt, mit viel Plänklern, viel Einheiten, die nicht unbedingt eine große Moral haben, aber echt wild frontal in den Kampf geschickt werden, kombiniert mit Minotauren und großen Riesen oder speziellen Monstern. Eine Armee, die je nach Edition entweder ganz langweilig zu spielen war oder doch sehr spannend zu spielen war. Dann haben wir natürlich den All-Time-Favorite, die Orks und Goblins. Die Grünhäute werden Teil von Warhammer The Old World sein. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Orks haben Bock auf Krieg, haben große Hauer, sind groß, grün und schlecht gelaunt und irgendwie schon ein bisschen witzig. Und ihre kleinen Vettern, die Goblins, sind auch natürlich mit am Start, die ein bisschen hinterlistiger sind, aber niemals an die großen Orks rankommen, weil die Orks einfach stärker sind. Und bei Orks und Goblins zählt einfach die das Gesetz der Stärke. Die Orks und Goblins sind eine Armee, die auch immer sehr ähnlich wie das Imperium sehr, sehr vielseitig gespielt wurden. Sie haben Artillerie, sie haben Monster, sie haben Kavallerie, sie haben monströse Kavallerie, sie haben Magie, die Magie von Gork und Morg kann aber auch sehr nach hinten gehen. Und sie hatten immer das Problem, die Orks und Goblins, dass man immer irgendwie würfeln musste bei denen, ob sie sich gerade zanken oder streiten, weil die einfach so Bock auf Krieg und Kampf haben, dass wenn kurzzeitig nichts passiert, dann zanken die sich untereinander und dann hat die Armee nicht mehr funktioniert. Aber wenn alles funktioniert hat, war die Armee echt ernst zu nehmen. Sehr, sehr cool und sehr lustig und eine Armee mit sehr viel Humor tatsächlich. Und als letzte der Armeen, die mit dabei sind bei Warhammer The Old World, sind die Gruftkönige von Khemri, die sogenannten Tomb Kings. Das sind untote Skelette mit ägyptischem Schema, so kann man das tatsächlich sagen. Das Interessante ist, dass Khemri bzw. das Land Nehekara, Khemri ist ja die Hauptstadt, eigentlich dort ist, wo Afrika wäre, das heißt, es ist gar nicht in der alten Welt. Zu dem Zeitpunkt, wo es aber spielt, ist der Untotenkönig oder beziehungsweise der große Herrscher, Setra, der Unvergängliche oder Unbesiegbare, oh Gott, das ist wirklich zu lange her. In den Endtimes wurde Setra zum Schluss von Nagash besiegt und ganz am Ende ist aber Setra wieder aufgewacht und hat irgendwie mit dem Chaos geliebäugelt, die ihn da wieder hochgeholt haben oder zumindest wurde das angedeutet. Auf jeden Fall, Setra beugt sich aber niemandem, das ist schon mal ganz klar. Und bei den Nehekara geht es halt darum, dass es eine Zivilisation war, die noch vor den anderen Menschen in der alten Welt eine Hochzivilisation war. Also wir nehmen das alte Ägypten, ja. Und genauso wie da gab es einen großen Totenkult, die halt versucht haben, den Tod zu überwinden. Und Setra hat da im Endeffekt diesen Totenkult gegründet und diese Forschung diesbezüglich gegründet. Eines Tages kam ein Typ, der heißt Nagash. Kann man vielleicht, wenn man in der Warhammer-Lore irgendwie ein bisschen bewandert ist, kennt man den. Das war ein hoher Priester, beziehungsweise ich glaube, das war von dem dort regierenden Herrscher, der zweite Sohn und der erste Sohn wird der nächste Herrscher und der zweite Sohn wird dann Priester und der hat dann mit Dunkelelfenmagie hat er dann gearbeitet und hat dann im Endeffekt den Untod erschaffen. Er hat die Untoten erschaffen. Nagash ist der Herrscher über die Untoten, über die Vampire und so weiter. Wollte sich dann zum Herrscher von Nehekara emporschwingen und die damaligen Herrscher haben gesagt, nö, ist nicht. Und dann hat er gesagt, alles klar, dann verfluche ich jetzt dieses ganze Land und dadurch wurde tatsächlich komplett Nehekara zu Untot. Alles, was gelebt hat, ist gestorben und ist dann als Untot wieder aufgestanden im Endeffekt. Beziehungsweise die Priester des Todes konnten dann auf diese Magie zugreifen und konnten dann ihre alten Herrscher wiederbeleben und damit dann auch
deren Gefolge. Dementsprechend ist Khemri eine Armee, die komplett aus Skeletten besteht oder aus Konstrukten aus Stein, wie zum Beispiel Sphinxe oder große Statuen wie Ushabti, die sie dann in den Kampf führen. Eine Armee, die sehr schwer zu spielen ist, weil sie sehr auf Magie angewiesen ist, weil fast alle Einheiten sind an sich relativ schlecht. Mussten gut kombiniert werden, also eine Armee, die eigentlich für Anfänger echt immer ganz ungeeignet war. Ich habe auch die nicht zu Anfang gespielt, ich habe sie später erst lieben gelernt, weil ich den Stil mochte. Und auch da habe ich eigentlich meistens, wenn ich Spiele gewonnen habe, auch nur dann gewonnen, wenn ich gegen jemanden gespielt habe, der nie zuvor gegen Khemri gespielt hat, sozusagen als Exotenbonus. Und ihr merkt, es gibt viele Fraktionen, die nicht mit dabei sind. Die Vampire zum Beispiel, die Dämonen, die Dunkelelfen sind nicht mit dabei, die Oger sind nicht mit dabei und die Skaven sind nicht mit dabei und einige andere auch. Und diese Armeen sind sogenannte Legacy-Armeen. Games Workshop hat angekündigt, dass diese, wenn das Spiel rauskommt, das soll jetzt am 20. Januar 2024 der Fall sein, dann wird das Spiel offiziell rauskommen. Wir sind ja bisher noch in der Vorbestellungsmodus, obwohl nichts mehr zum Vorbestellen fast nirgends mehr ist. Auf jeden Fall, wenn das rauskommt, werden die Legacy-Armeen alle ein PDF bekommen, mit Regeln, dass man sie auf jeden Fall spielen kann. Das heißt, für die alten Warhammer-Fans, die noch Armeen haben, die können ihre Armee in Warhammer The Old World spielen, anhand dieser PDFs. Sie haben aber auch gleichzeitig angekündigt, dass nach diesen PDFs Schluss für diese Armeen ist. Es gibt erstmal gar keinen Support mehr. Auch da würde ich immer sagen, auf absehbare Zeit, ja? Das heißt, nach dieser PDF, es gibt keine neuen Einheiten, es gibt keine Updates, es gibt keine FAQs, die sie irgendwie updaten. Und sie haben auch gesagt, auf offiziellen Turnieren werden diese nicht zugelassen werden. Das heißt, Warhammer The Old World konzentriert sich nur auf diese Armeen, die ich jetzt hier lang, breit und schmutzig erklärt habe. Das ist tatsächlich ziemlich ärgerlich für viele, die diese Armeen spielen. Gerade die Oger waren sehr beliebt, weil man halt wenig Figuren hatte, die man nutzen konnte. Dunkelelfen waren sehr beliebt, Dämonen waren sehr beliebt, weil man sie bei Warhammer 40.000 und Fantasy gleichzeitig einsetzen kann. Mit diesen PDFs kann man sie bei The Old World spielen, aber kriegen halt keinen Support mehr. Und wenn man halt jemand ist, der auf offiziellen Turnieren spielt, dann wird man mit denen auch nicht mehr spielen können. Wenn ihr aber so spielt, wie wir es damals gemacht haben und wie es, glaube ich, die meisten spielen, immer nur im Privaten, könnte sie auf jeden Fall zocken. Wobei man aber tatsächlich auch sagen muss, der Support der neuen Armeen, so wie es sich jetzt nach dem Release zeigt, wird auch nicht so unbedingt großartig mehr sein als das, was bei den Armeen war. Wenn wir jetzt sehen, dass zu dem Release Bretonnia und die Gruftkähne gekommen, dann ist da jetzt auch nicht wirklich so viel dazu gekommen. Ich meine, die Regeln haben sie neu bekommen, das haben die Legacy-Armeen dann ja auch. Und dann haben sie ein paar Resculpts von alten Charakteren bekommen, die als Resin von Forgeworld dann kommen werden. Und es gibt ein paar Plastikbausätze. Ich glaube, die Bretonen haben 1, 2, 3 neue Plastikbausätze bekommen. Also einmal den General auf Pegasus und einmal den Standartträger auf Pegasus und einmal die Ritter des Königs zu Fuß. Und die Gruftkönige haben einen Bausatz bekommen. Das ist dieser Necrolith Bone Dragon, dieser Knochendrache. Und dazu halt auch noch ein paar Miniaturen aus Resin, die aber nur Resculpts von schon bestehenden Figuren sind. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr viel, aber wir wissen ja alle, für unsere Armeen wollen wir immer was Neues haben. Also davon lebt das Hobby ja auch, dass man für die Sammlung, die man hat, immer was Neues dazu holen kann. Außerdem gibt es dann für jede Armee, aktuell nur für die beiden bisher jetzt erschienenen Armeen oder erscheinenden Armeen, ein sogenanntes Arcane Journal. Das ist ein Buch mit extra Regeln zu dieser Fraktion mit drauf. Und das ist ein Punkt, wo wir vielleicht einfach zum nächsten Punkt kommen. Was brauchen wir also, um Warhammer The Old World zu spielen? Habt ihr eine der Fraktionen, die ihr spielt und die jetzt noch nicht in diesen beiden Boxen drin ist und sie wird von Warhammer The Old World supported, ist also in einer der beiden Bücher drin, Ravening Hordes oder Strahlende Heere, beziehungsweise ist ja nicht Ravening Hordes, sondern Kriegerische Horden oder Strahlende Heere, wird unterteilt, ein Buch für gut, ein Buch für böse. Dann braucht ihr natürlich das Regelbuch, das müsst ihr euch kaufen und dann für eure Armee dieses Armeebuch. Es wird nicht mehr sein, wie früher, dass jede Armee ein eigenes Armeebuch bekommt. Sondern es gibt, ähnlich wie bei Horus Heresy, das liegt einfach auch daran, dass Warhammer The Old World ein Specialist-Game jetzt ist, also kein Hauptsystem wie Age of Sigmar oder Warhammer 40.000, sondern ein Nebensystem wie Blood Bowl, Necromunda, Horus Heresy. Und deswegen wird das meiste auch von Forgeworld produziert. Und die haben das auch schon bei Horus Heresy gemacht, dass es ein Armeebuch gibt für die Guten und ein Armeebuch für die Bösen. Und hier ist es auch so. Ich habe in die Bücher reingeguckt und ehrlich gesagt, das sind wirklich für jede Armee, die da drin ist, das sind vollwertige Armeebücher. Nur halt weniger Lore und Bilder. Aber was die Regeln angeht, sind das wirklich vollwertige Armeebücher. Das geht schon wirklich klar. Also wenn ihr eine der Armeen spielt, braucht ihr auf jeden Fall dieses Armeebuch für die Guten oder für die Bösen für eure Armee und das Grundregelbuch. Das ist schon mal safe. Diese Journals, wenn ihr jetzt Khemri oder Breton spielt, braucht ihr auf keinen Fall.
Das sage ich wirklich ganz ehrlich. Diese Journals braucht ihr auf keinen Fall, weil das sind extra Bücher mit extra Regeln. Ihr könnt mit diesen kriegerischen Horden oder mit den strahlenden Heeren, könnt ihr auf jeden Fall eure Armee komplett spielen. Mit fast allen Armeen, mit ein, zwei Ausnahmen. Ich habe jetzt gesehen, bei den Chaoskriegern ist zum Beispiel die Mutalit Wandelbestie und die Schlechterbestie sind da nicht mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwann im Arcane Journal reinkommen. Aber jetzt, was ich bei den Bretonen und bei den Gruftkönigen gesehen habe, braucht ihr das nicht zu spielen. Das Einzige, was in der Arcane Journal drin ist, ist einfach mehr Lore und zwei Unterheere, die ihr spielen könnt. Sprich, ihr spielt eigentlich die normale Armee, habt aber andere Regeln, um diese Armee zusammenzustellen und dazu noch die Regeln von besonderen Charaktermodellen, die ihr dann dort drin spielen könnt. Also Setra zum Beispiel oder Prinz Apophas, wenn wir ja bei Khemri jetzt sind. Ich rede ein bisschen mehr über Khemri, weil ich da mehr Ahnung von habe als von den Bretonen. Die habe ich nie gespielt, Khemri spiele ich seit ein paar Jahren. Und dann habt ihr im Endeffekt die Möglichkeit, eure Armeeliste anders einzustellen. Dass ihr dann zum Beispiel sagt, okay, diese Einheit, die normalerweise in der Spezialsektion ist, die könnt ihr jetzt als normale, als Standardsektion spielen und solche Sachen. Das heißt, ihr habt zwei andere Arten, eure Fraktion zu spielen. Das ist ein Bonus, den müsst ihr nicht haben. Also ihr könnt das auch ohne diese Dinger spielen, das sage ich ganz klar, vor allem, weil ich die ehrlich gesagt echt schlecht finde, diese Arcane Journals. Ja, in diesen Arcane Journals sind zum Beispiel neue Einheiten drin, denkst du, ja geil, ja dann willst du sie ja haben. Diese neuen Einheiten basieren aber eher auf Weiterentwicklung von schon existierenden Sachen. Also sie haben ein kleines bisschen das Gefühl, oder sie vermitteln mir das Gefühl, dass ich bei einem Arcane Journal habe, als ob das eine Sammlung von World Warfare Artikeln ist oder vielleicht eine Fansammlung. Denn da heißt es dann zum Beispiel, ja, eine neue Einheit, Streitwagen von Gruftwachen. Dann steht da extra ein Kasten runter. Ja, die kannst du bauen, nimmst du mal einen Streitwagen und setzt eine Gruftwache drauf. Und ich denke so, okay, gut, weit gedacht. Oder besondere Ushabtis, wo dann drin steht, ja, die kannst du darstellen, indem du Ushabtis nimmst und die besonders toll anmalst. Das war vielleicht, ehrlich gesagt, als ich mit Warhammer angefangen habe, wäre das damals richtig geil gewesen, sowas zu haben. Eine weitere Verwendung für die Figuren, die ich schon hatte. Oder das einfach mal ein bisschen umbauten und dann gleich zu einer neuen Einheit führen. Games Workshop hat sich aber in so ein hochqualitatives Ding mittlerweile für mich entwickelt, dass das für mich einfach irgendwie nur billig wirkt. Dementsprechend bringen euch die Journals etwas, wenn ihr ein bisschen mehr Abwechslung haben wollt. Aber ihr benötigt die Journals nicht, um eure Armee zu spielen. Das sage ich ganz klar, weil es hieß ganz oft, wenn ihr die spielen wollt, müsst ihr drei Bücher kaufen. Das ist Quatsch. Ihr braucht das Grundbuch und das andere Buch mit den Armeen drin. Die Journals sind echt nur ein Bonus. Ganz, ganz wichtig. Ja? Zum aktuellen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es später sein wird. Vielleicht nehmen sie nachher die Mutalit Wandelbestie und die Schlachterbestie. Vielleicht kommen die ja tatsächlich später nur in diesen Journals drin. Und alle, die diese Figuren haben, also ich zum Beispiel, müssen sagen, ja, ich will die mal einsetzen. So ein Mist. Ich weiß es nicht. Da ist meine Glaskugel auch kaputt. Ein weiterer Nachteil dieser Journals ist, dass sie nicht übersetzt werden. Sie bleiben auf Englisch. Das haben sie schon angekündigt. Das Grundregelbuch und die beiden Bücher mit den Armeen kommen auf Deutsch. Die Journals und alle weiteren Publikationen werden höchstwahrscheinlich auf Englisch dann keine Übersetzung bekommen. Es kann sein, dass vielleicht nochmal Kampagnenbücher oder besondere Bücher für neue Armeen dann mal auf Deutsch kommen, aber es ist wie bei Fortschritt bei Specialist Games übrig, ist bei Horus Heresy ja auch, ist es so, dass weiterführende Bücher dann auf Englisch ist. Und so ist das mit den Journals auch. Das heißt, ihr kauft euch euer Regelbuch, kauft euch euer kriegerische Horden oder strahlende Heere und dann sagt ihr, ey, das Journal von meiner Armee will ich jetzt doch noch irgendwie haben, kostet ja auch nur 20 Euro, also der Preis ist schon okay. Aber dann habt ihr schon Sprachmix drin. Das heißt, die werden nur auf Englisch sein. Genauso wie die ganzen Karten, die es dazu gibt. Es gibt ganz viele Kartensets zu The Old World für magische Gegenstände, für Zauber, für Sonderregeln später für die eigene Armee hat, die diesen Kartenset. Die braucht ihr auch nicht, weil die stehen alle in den Büchern drin. Also da steht nichts extra drin, was ihr nicht eh schon habt. Außerdem sind die auch nur auf Englisch. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe meine Regeln hier auf Deutsch in dem Buch und ich will eine schöne Karte dazu haben, habt ihr auch wieder einen Sprachmix drin. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob eine Übersetzung gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt, ist mir in diesem Fall jetzt erstmal auch egal. Das PDF zu lesen auf dem Handy im Urlaub war schon anstrengend genug. Auch was Völker angeht, muss ich sagen, da habe ich in letzter Zeit einiges drüber gehört. Gerade so, ja, Leute, die nicht so ganz drin sind im Warhammer Fantasy Lore und sich sehr stark an Warhammer Total War orientieren und an den Fraktionen, die bei Total War drin sind und der Meinung waren, dass alle Fraktionen, die bei Total War sind, auch schon alle bei Warhammer Fantasy drin waren. Also ich glaube nicht, dass wir die Piraten von Carcosa bekommen werden. Und auch das Norska war eigentlich, ich glaube, zumindest ab der 4. Edition keine wirklich eigenständige Armee bei Warhammer Fantasy und hat in der Lore vielleicht irgendwie stattgefunden, aber nicht als eigenständige Armee. Das war dann im Endeffekt eine Erfindung von Total War Warhammer. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Kislev und das Cathay irgendwann kommen wird, weil da wurde schon mit Games Workshop stark zusammengearbeitet, inklusive auch der ganzen Artworks und der ganzen Einheiten. Und da gehe ich ganz stark von aus, dass früher oder später diese beiden vielleicht als neue Fraktion kommen könnten. Sonst
glaube ich, dass solche Sachen wie die untoten Piraten oder Norska werden, glaube ich, nicht kommen. Zumindest, wenn sie sich an dem orientieren, was sie halt in den letzten Jahren hatten. Wer weiß, vielleicht überraschen sie einen. Mich würde es freuen. Aber dann haben wir halt noch eine weitere Chaos-Armee, die sich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so unterscheidet von den Chaos-Kriegern. Man weiß es nicht. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel Bretonen oder Gruftkönige spielt, dann, ja, dann braucht ihr diese Box da auch nicht. Dann holt ihr euch das Regelbuch und auch euer Armeebuch drin. Wenn ihr aber mit den Gruftkönigen oder mit Bretonen jetzt anfangen wollt und sagt, diese beiden Boxen, die bei über 200 Euro liegen. Und wenn man das runterbricht, ist der Preis tatsächlich gar nicht mal so schlecht für das, was drin ist. Er ist nur, es ist wieder nur so ein hohes Produkt, sehr weit nach oben. Ja, und da kann man auch hier die Kritik anwenden. Das ist zum Einstieg eine sehr, sehr hohe Hürde. Da sind da 1250 Punkte drin, inklusive Regelbuch, Schablonen, Marker, alles drum und dran. Und auch relativ großen Modellen mit dabei. Aber es sind dann auch über 200 Euro auf einmal. Kriegt man natürlich bei Partnern und unabhängigen Einzelhändlern, kriegt man das natürlich günstiger. Aber es ist ein großes Invest immer noch von Anfang an. Und naja, was soll ich sagen? Die Dinger sind überall ausverkauft in der Pre-Order. Games Workshop war selbst überrascht davon. Und das glaube ich tatsächlich, dass Games Workshop sehr stark überrascht ist, wie gut dieser Release läuft. Das erzähle ich übrigens im Podcast Radio Hobbybruch in der 8. Folge. Warum? Dass wir, glaube ich, in der Zukunft nicht nur solche Boxen sehen, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir in 3, 4, 5 Jahren vielleicht auch Boxen über 300-400 Euro sehen werden. Weil die Leute ja offensichtlich dann dieses hohe Invest nicht scheuen. Okay, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mit diesen beiden Armeen anfangen und holt euch eine dieser beiden Boxen, dann braucht ihr neben diesen Boxen exakt nichts. Es ist in diesen Boxen alles drin, was ihr zum Spielen braucht, um mit der Box zu spielen. Ich sage, haha, Leviathan Box, da sind nämlich Werte der Figuren drin. Und nicht nur die Werte der Figuren sind da drin, sondern auch die Regeln, die Sonderregeln, die Armee-Sonderregeln und alle Regeln, um mit diesen Armeen zu spielen, die da drin sind. Wenn man natürlich sich weitere Einheiten dazu kauft, die nicht in diesen Boxen drin sind, dann braucht man natürlich das Extrabuch noch dazu. Aber wenn man nur damit anfangen will und wenn man damit anfängt, ganz ehrlich, dann habt ihr echt genügend zu tun damit und macht ein paar Spiele, dann braucht ihr nichts weiter. Denn in der Bauanleitung sind nämlich alle Regeln mit drin, um diese Armee zu spielen. Inklusive Sonderregeln, inklusive Armee-Sonderregeln, inklusive der Magie. Das Einzige, was fehlt, ist, glaube ich, eine Auswahl an magischen Gegenständen, nur für diese Fraktion. Aber ihr könnt euch da trotzdem dann noch aus dem normalen Regelbuch bedienen. Es reicht vollkommen aus, um damit echt alles zu spielen. Ihr braucht keine weiteren Bücher, wenn ihr euch diesen Boxen holt. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Schaut euch gerne mal meinen Livestream vom 10.01.2024 an, wo ich die geunboxed habe. Dann seht ihr das, wie überrascht ich bin und wie geil das tatsächlich ist. Da muss ich sagen, Hut ab. Von der Qualität her finde ich tatsächlich die Bretonen viel besser als Gruftkönige von Khemri, aber da habe ich auch lang und schmutzig in dem Video drüber geredet. Also, dann braucht ihr tatsächlich gar nichts mehr. Ein großes Problem sehe ich tatsächlich aber, es sind auch Würfel drin in der Box drin. Das Einzige, was fehlt, ist ein Artilleriewürfel. Es gibt zwei Würfel, wie früher bei Warhammer Fantasy auch. Es gibt einen Artillerie- und einen Abweichungswürfel. Der Abweichungswürfel hat Pfeile drauf und der Artilleriewürfel hat Zahlen drauf, aber nicht von 1 bis 6, sondern ich glaube in Zweierschritten. Ne? 2, 4, 6, 8, 10 ist damit drauf und eine Fehlfunktion. Gerade der letzte Würfel, der Artilleriewürfel, ist halt nicht mit dabei. Das heißt, wenn ihr Bretonia spielt und ihr holt euch ein Trebuchet, dann müsst ihr tatsächlich euch noch diesen Artilleriewürfel irgendwo besorgen. Und ich habe den bei Games Workshop noch nirgends gesehen, außer in den Würfelsets, die man extra kaufen kann. Da ist er mit dabei. Aber in den Sets hier ist er nicht mit dabei. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwach. Ich hoffe, dass der Würfel zumindest auch einzeln irgendwann mal angeboten wird. Kommen wir auch zu einem Punkt, der die Gemüter, ein kleines bisschen in Wallung gebracht hat, der Bluthochdruck entstehen lassen hat bei vielen Leuten. Es wurde angekündigt, dass Warhammer the Old World neue Bases braucht. Nein, es sind weiterhin Eggbases. Genauso wie früher, es sind weiterhin Eggbases, die gebraucht werden. Aber die meisten Figuren stehen auf größeren Bases jetzt. Den Grund, keine Ahnung, also ich kann nur mutmaßen, warum. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest neuere Modelle, die rauskommen werden, oder wenn man Modelle vielleicht aus der Age of Sigmar Range nehmen möchte, um das darzustellen, gerade so bei Chaos bietet sich das ja total an, auch die Cities of Sigmar vielleicht fürs Imperium, also je nachdem, die Figuren sind einfach, weil sie Rundbases haben und keine festen Formationen haben, sind sie ausladender und mit größeren Bases kann man diese Figuren besser in ein Regiment schieben. Die normale Infanterie, die Bases hatten 20 mm, die werden jetzt meist mit 25 mm hochgegangen. Einige Kavallerie Bases werden auch größer, aber auch da kann man bei der Kavallerie, kann man nicht sagen, dass leichte Kavallerie hat diese Bases und schwere Kavallerie hat diese Bases, das hängt von einer zu einer da. Deswegen steht bei jeder Einheit in den Regeln für die Units, also wenn ihr in die Armeebücher da reinschaut, steht bei jeder Einheit in dem Profilwert auch drin, welche Basegröße sie haben. Bei einigen steht tatsächlich von bis bei Charaktermodellen, dass man auch die Varianz hat.
Und das hat natürlich ganz viele Leute aufgeregt. Wow, jetzt muss ich alles umbasen, alles ist jetzt halt kacke, damit machen sie ja Geld. Es steht aber auch drin, dass diese Bases, also steht im Regelbuch tatsächlich auch drin, dass diese Bases auf jeden Fall nur notwendig sind, wenn ihr bei offiziellen Events mitspielt. Wenn ihr privat spielt. Also ich zum Beispiel habe nie bei einem offiziellen GW-Turnier mitgespielt. Ich habe nie bei großen Turnieren mitgespielt, tatsächlich. Also nie will ich nicht sagen, nee, ich habe einmal bei der allerersten Taktika war ein Warhammer-Turnier, da habe ich mitgespielt. Und ich habe ein Team-Warhammer-Turnier gespielt, das war aber ein Spaß-Turnier. Das war ja, da waren die Base-Größen auch nicht so wichtig. Also wenn ihr im Privaten spielt, ist das vollkommen egal, dann müsst ihr nicht umbasen. Das meiste kann man ja durch Regiments-Bases dann lösen, dass sie dann ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und das, finde ich, ist okay. Also ja, es werden neue Bases gewollt, aber wenn ihr im Privaten spielt, und das sagt Games Workshop wirklich selber, müsst ihr nicht umbasen. Würde ich auch nicht. Ich für mich sage, ich base doch nicht irgendwie 400-500 Modelle um, nur um einmal im Jahr zu spielen. So viel spiele ich momentan. Ich spiele selten. Das mache ich nicht. Dann doch lieber eine neue Regiments-Base, die ein bisschen größer, ein bisschen breiter ist. Dann regle ich das darüber. Neue Figuren würde ich auf die größeren Bases stellen. Da habe ich kein Problem mit. Aber die alten, nö, mache ich nicht. Nö, mache ich nicht. So, was hat sich denn nun an Warhammer The Old World geändert? Jetzt gehen wir einen kleinen Dive rein in die Regeln. Ich werde natürlich nicht zu tief in die Regeln reingehen. Ich will euch auch nicht langweilen, weil wir sind schon relativ lange und wahrscheinlich haben die meisten abgeschaltet, weil es nicht mehr interessant ist. Aber einen kleinen, für die Leute, die Warhammer Fantasy früher schon gespielt haben, was erwartet sie denn mit? Auch viele sagten im Internet, Warhammer The Old World ist einfach nur ein Abklatsch des alten Warhammers. Einfach nur neu aufgelegt. Und da muss ich gleich sagen, nein, es ist es nicht. Und es ist aber auch kein neues Spiel, das an moderne Spielweisen und an moderne Bedingungen oder an moderne Gewohnheiten angepasst ist, um neue und jüngere Spieler reinzuholen. Ich sage, Warhammer Fantasy ist eine Liebeserklärung an die alten Veteranen, indem sie eine neue Edition bekommen haben. Warhammer The Old World ist im Endeffekt die 9. Edition von Warhammer. Warum? Weil sie das Grundgerüst von Warhammer der 8. Edition genommen haben. Einige Sachen, die nicht so gut gepasst haben, haben sie wieder zurückgezogen auf die 6. oder 7. Edition und haben einige Sachen neu obendrauf gepackt. Wir erkennen also Warhammer Fantasy in jeder einzelnen Regelseite, in jeder einzelnen Regel. Es ist wirklich Warhammer Fantasy. Wir haben immer noch Einheiten fliehen und die Modelle, die Regimenter laufen in Panik über die Spielfläche. Sie können sich sammeln, sowas haben wir. Wir haben Psychologie, haben wir. Wir haben im Nahkampf werden immer noch Kampfgeschick des Angreifers mit Kampfgeschick des Verteidigers verglichen, um dann ein Würfelergebnis herauszubekommen, was ich sehr, sehr toll finde, was ich ein Unding finde. Wenn ein Goblin immer auf die 4+ trifft, trifft er auch einen anderen Goblin auf die 4+, aber auch einen Drachen auf die 4+. Hier ist das so, hier wird geguckt, ein Goblin trifft einen anderen Goblin auf die 4+, trifft einen Snotling auf die 3+, trifft einen Dämon auf die 6+. Zum Beispiel. Also das heißt, die Einheiten gegeneinander haben immer noch, genau wie früher bei Warhammer Fantasy, ist es wichtig, wer gegen wen antritt und dementsprechend wird verglichen, was für ein Würfelergebnis daraus kommt. Das ist eine Tabelle, man kann natürlich sagen, Tabellen sind unsexy, aber ehrlich gesagt hat man nach 3-4 Mal Würfeln schon raus, was dann da tatsächlich kommen wird, weil die Tabellen jetzt nicht so kompliziert sind. Genauso ist es auch mit Stärke und Widerstand, das gibt es alles. Also das heißt, wir sind tatsächlich Warhammer Fantasy at its best. Es ist wirklich so. Einige Sachen, wie die übertriebene Stärke von sehr breit aufgestellten Sachen, von Infanterie, sehr breit aufgestellten Reihen, wurden rausgenommen. Dafür wurde Kavallerie wieder ein bisschen gestärkt durch ein, zwei kleine Kleinigkeiten. Aber ich werde mal ein, zwei Sachen aufzählen hier, was mit dabei ist, was mir aufgefallen ist. Und diese Liste hat aber keine Vollständigkeit. Also ich habe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind so ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Und es wird im Detail noch einige andere Sachen geben, die anders sind. Aber im Großteil kann ich euch sagen, euch erwartet Warhammer Fantasy. Es erwartet euch kein neues Spiel, das an neue Gepflogenheiten angepasst ist. Und es erwartet euch keine lauwarme Neuauflage des alten Spieles, sondern wir erwarten wirklich eine neue Edition von Warhammer Fantasy. Mit all den Stärken und Schwächen, die Warhammer Fantasy hatte. Wer früher Warhammer Fantasy langweilig, sperrig und zu überladen fand, wird jetzt das Gleiche denken. Wer aber gesagt hat, ich mag diesen Simulationsanteil an Warhammer Fantasy, der wird auch hier glücklich sein. Muss aber gleich sagen, es gibt fast 200 Seiten Regeln. Nur im Regelbuch. Es sind fast 200 Seiten. Nur im Regelbuch. Und der Aufbau der Regeln in dem Buch ist echt nicht gut. Nicht nur wann, wo, was steht, sondern auch, wie Games Workshop einen die Regeln erklärt. Früher war das richtig geil, da war im Regelbuch, pass auf, hier, du bist neu, nimm mal die eine Figur, nimm mal die andere Figur, jetzt bewegst du dahin, jetzt würfelst du das, so dass man irgendwie die Phasen schon mal durch hat und mit jeweils einer Figur. Und Games Workshop ist halt seit spätestens der 8. Edition von, oder spätestens der 9. Edition von Warhammer 40.000 dabei, die Regeln so zu schreiben, dass die Turnierszene
bedient wird. Das heißt, dass alles ganz genau beschrieben wird und keine Regellücken entstehen. Im besten Fall passiert es halt immer noch. Aber dadurch liest sich alles ein kleines bisschen schwieriger und ein bisschen clumsy. Und das ist hierbei leider auch. Und ich glaube, oder ich will es nicht sagen, ich finde ja immer noch, wer neu einsteigen will, bitte, 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 macht das. Ich bin ein großer Freund davon. Aber ich glaube, wer noch nie Warhammer Fantasy gespielt hat und auch insgesamt wenig Kontakt mit den Games Workshop Warhammer spielen, der wird Schwierigkeiten haben, überhaupt zu kapieren, wie das Spiel gespielt wird. Es ist nicht unmöglich, aber es ist halt aufwendig. Man muss wirklich sich reinarbeiten. Eine der großen Änderungen ist, dass die Magiephase rausfliegt. Die Magiephase war immer eine ganz wichtige Phase bei Warhammer Fantasy, denn dort konnten Zauberer ihre Zaubersprüche sprechen und die war tatsächlich sehr spielentscheidend. Nicht nur, weil die Zaubersprüche sehr, sehr mächtig sein konnten oder auch drastisch in die Hose gehen konnten und somit den Magier, eine der teuersten und wichtigsten Einheiten bei einigen Armeen, zerstören konnte. Nein, es war auch ein Spiel im Spiel sozusagen, weil das Magiesystem sehr stark ressourcenbedingt war. In der 5. Edition war das mit Karten, ab der 6. Edition haben sie Würfel genommen, dass man verschiedene Energiewürfel, also verschiedene Einheiten konnten Energiewürfel generieren und man konnte dann sich aussuchen, für welchen Zauber man wie viele Energiewürfel nutzen möchte, um den zu sprechen, um dann vielleicht den Gegner soweit seine Bannenwürfel, die er auch genauso generiert, dann aus den Rippen zu leiern, bis man nachher einen Spruch sprechen kann, ohne dass der Gegner bannen kann. Klingt kompliziert, war tatsächlich aber ein sehr interessantes Ressourcending und so ein bisschen Poker war damit dabei, weil beide ihre Ressourcen aufeinander abgestimmt haben oder abstimmen mussten. Die Magiephase existiert einfach gar nicht mehr. Die Zaubersprüche existieren aber immer noch. Die werden aber in unterschiedlichen Phasen gesprochen. Es gibt jetzt eine neue Phase, die sogenannte Strategiephase. Dort werden nicht nur Fähigkeiten von Einheiten aktiviert, sondern dort werden zum Beispiel auch einige Zauber gesprochen, wie zum Beispiel Verzauberungen oder Flüche oder sowas werden gesprochen. Geschosszauber werden in der Schussphase jetzt gemacht. Bewegungszauber werden in der Bewegungsphase gewürfelt. Also im Endeffekt ist es so, dass man immer noch zaubern kann, das aber auf die verschiedenen Phasen aufgeteilt ist. Ob das hier natürlich jetzt ein Gewinn für den Spielfluss ist, kann ich so nicht sagen, weil ich habe halt die Regeln nur gelesen und nicht gespielt. Die Magie findet auf jeden Fall immer noch genauso statt. Und dafür gibt es aber trotzdem diese eine neue Phase, wo halt gezaubert wird, wo Einheiten gesammelt werden und wo andere Fähigkeiten getriggert werden. Ganz so läuft das Magiesystem aber dann doch nicht ab, denn man hat halt nicht mehr die Energiewürfel und Bannwürfel, die man generiert, sondern man würfelt, ähnlich wie bei Warhammer 40.000 der Psi-Phase, weil es ist, glaube ich, einfach zwei Würfel, das Ergebnis wird addiert und dazu noch die Magiestufe des Zaubernden wird darauf addiert. Und ist der Wert über den Zauberwert, dann ist der Spruch gelungen. Es kann auch sein, dass er, wenn er besonders gut gelungen ist, dann nochmal stärker wird. Und dann hat die gegnerische Armee die Möglichkeit, wenn sie einen Zauberer in Reichweite hat, den mit diesem Zauberer versucht zu bannen. Das Bannen läuft genauso ab, zwei Würfel plus Magiephase und dann muss man versuchen, über das Würfelergebnis zu kommen, was der Zaubernde gezaubert hat. Hat man keinen Zauberer in der Reichweite, ich finde dieses Bannen nur in Reichweite, finde ich leider etwas sehr, sehr anstrengend. Bin ich kein Freund von. Aber man hat auf jeden Fall einmal pro Magiephase, beziehungsweise einmal pro Phase des Gegners, hat man die Möglichkeit, einen natürlichen Armeebann zu machen. Der wird nicht von einem normalen Zauberer gewirkt, sondern hat auch gar keine Reichweite, sondern das ist so die natürliche Resistenz der Armee gegen Magie. Man würfelt einfach zwei Würfel, addiert nichts dazu und guckt, ob man höher würfelt, als der Zauber gewirkt wird, um diesen dann zu bannen. So funktioniert jetzt die Magiephase. Es ist tatsächlich sehr viel simpler, tatsächlich dadurch auch sehr viel schneller, aber auch in meinen Augen langweiliger. Formation ist etwas, was sich geändert hat. Am meisten macht sich das natürlich deutlich an dieser Keilformation von den Bretonen. Das ist aber eine spezielle Formation, die nur diese Armee einnehmen kann. Es gibt aber auch jetzt Standardformationen für alle anderen Armeen. Früher waren es nur zwei. Man hat die feste Formation und man hat die Plänkler-Formation, wo die Einheiten locker als einzelne, als Wolke, wie bei Warhammer 40.000 zum Beispiel, durch die Gegend gelaufen sind. Jetzt haben wir die geschlossenen Ränge, die offenen Ränge und die Plänkler. Die offenen Ränge sind also dazugekommen. Die geschlossenen Ränge sind im Endeffekt das, was wir kennen. Die Blöcke sind da und haben den Vorteil, wenn man in den Nahkampf geht, kriegt man als Kampfergebnis mit geschlossenem Rang plus 1 aufs Kampfergebnis. Denn es ist genauso wie früher, dass im Nahkampf wird nicht nur geguckt, wie viel Gegner haut man um im Nahkampf, weil beide Einheiten dürfen zuschlagen, zuerst die Angreifer, dann die Verteidiger. Beziehungsweise das geht immer nach Initiative, hängt das davon ab.
Und dann wird nicht nur geguckt, wie viele Wunden hat man den anderen zugefügt, sondern es kommen noch andere Boni hinzu. Wie viele Ränge hat man? Hat man eine Standarte mit dabei? Greift man in die Flanke an? Hat man noch irgendwelche anderen Boni? Und ein anderer Boni ist zum Beispiel, wenn diese Einheit einen geschlossenen Rang hat, kriegt sie plus 1 aufs Kampfergebnis. Offene Ränge kriegen das nicht. Dafür haben offene Ränge, dafür gehen offene Ränge anders mit Gelände um. Dass sie dann nicht solche großen Einbußen, was Bewegung angeht, beim Gelände haben. Das ist der einzige große Unterschied. Sie haben zwar, sind schlechter im Nahkampf, was die Boni angeht, sind dafür aber flexibler in der Bewegung und können tatsächlich sich dann nochmal schneller umformieren. Das ist ein Vorteil. Apropos Formation, es gibt noch eine Formation, die man einnehmen kann, die eine Einheit immer einnehmen kann, egal ob sie geschlossene Ränge oder offene Ränge hat. Und zwar, wenn man eine Umformierung macht, man hat also eine Einheit, die so ein Block ist, hat Reihen und Spalten, ja? Und Rank and Files. Und wenn normalerweise ist es so, dass man mehr Reihen als Spalten hat. Wenn man aber sagt, alles klar, man formiert die Einheit so um, dass sie mehr Spalten als Ränge hat, also das heißt, sie ist länglicher und in der Front nicht so groß, dann kann sie tatsächlich ihre Bewegung verdreifachen, kann aber dann nicht mehr angreifen. Und das ist auch neu, wenn man sich überlegt, eine Einheit ist wirklich ganz weit hinten weg und kann sowieso in anderthalb Runden nichts machen, dann lässt man sie umformieren und rennt einfach los mit denen, umformiert sie nachher wieder um. Das ist ganz nett, wird sich, glaube ich, im Spiel zeigen, wie oft man das auch wirklich einsetzt. Da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Und wo wir nochmal zurückgreifen auf die Kampfergebnisse im Nahkampf. Es gibt wieder Einheitenstärken. In der 8. Edition von Warhammer Fantasy ging es ja darum, oder hat man nachher einen Bonus bekommen, wer hat mehr Figuren im Kampf und der kriegt plus 1 aufs Kampfergebnis. Das fand ich damals sehr, sehr schlecht, weil vorher gab es die sogenannte Einheitenstärke. Da hat Infanterie hat als eine gegolten, Kavallerie als 2, monströse Infanterie als 3 und Monster sowie viele Lebenspunkte. Und wenn das alles nur Lebenspunkte, wenn das alles nachher nur nach Modellen ging, war das relativ unnötig. Gerade Kavallerie hat dadurch sehr viele Boni verloren und wurde gegen große Einheitenblöcke von Infanterie echt unnütz später. Jetzt ist die Einheitenstärke wieder da und jetzt haben 5 Ritter plötzlich wieder eine Einheitenstärke von 10, wodurch sie wieder sehr viel kompetitiver gegenüber von, naja, so Standard 10er Blöcken von Infanterie werden. Das finde ich tatsächlich sehr gut und das geht auch nicht nur im Nahkampf so, sondern das ist auch wichtig, um zum Beispiel Objectives einzunehmen, also Missionsmarker, die irgendwo sind und die man einnehmen muss. Weil da geht es dann nicht nur nach Modellen oder nach Einheiten, sondern nach Einheitenstärke, die da in der Nähe sind. Und das finde ich tatsächlich ist wieder ein sehr, sehr guter Punkt. Außerdem wurden die Einheiten jetzt noch weiter unterteilt. Ihr merkt schon, so bei einigen Sachen, die ich hier erzähle, es wird versucht, mit der Magiefaser es leichter zu machen, aber irgendwie kommen weitere, komplexere Ebenen mit rein. Denn vorher gab es Infanterie, Schwärme, Kavallerie, leichte Kavallerie, Monster. Monströse Kavallerie kam mit der 8. hinzu. Jetzt hinzugekommen wurde die Infanterie auch noch unterteilt in reguläre und schwere Kavallerie, ebenso wie die, wie es bei der Infanterie der Punkt ist. Die Monster wurden jetzt unterteilt auch noch unter Monster und Kampfkolosse, Behemoth. Die haben auch unterschiedliche minimale Regeln. Vor allem ist das bei der Kavallerie und bei der Infanterie interessant. Seit der 6. Edition von Warhammer Fantasy war es so, dass ein Regiment im ersten Glied mindestens 5 Modelle haben kann, damit man das zweite Glied aufmachen kann, also eine zweite Reihe aufmachen kann. In der 4. oder bis zur 5. Edition von Warhammer Fantasy, also 4., 5., vorher habe ich nicht gespielt, konnten das 4 sein. Ab der 6. waren es 5 und das hat sich durchgezogen bis zur 8. Und jetzt ist es so, dass reguläre Infanterie muss 5 breit sein, Kavallerie ebenso. Aber schwere Infanterie und schwere Kavallerie kann 4 breit sein als Minimum. Muss nicht, aber kann. Und das ist nochmal interessant, weil das vielleicht nochmal andere Formationen und andere Zusammenstellungen von Einheiten nochmal interessant machen könnte. Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit, muss man sehen, wie sich das halt im Spiel dann auch dann zeigt. Ne? Bei monströser Infanterie und Kavallerie hat sich das nicht geändert. Die müssen 3 breit sein, bis man die nächste Reihe aufmachen darf. Und Einheitenstärke, Einheitenbreite, Kampfergebnis. Kampfergebnis ist ganz wichtig, denn ein Kampfergebnis bestimmt ja, wer einen Nahkampf gewonnen hat, wenn 2 Einheiten gegeneinander kämpfen. Früher gab es 3 mögliche Enden, wie ein Nahkampf geendet ist. Es gab ein Unentschieden, eine Einheit hat verloren und ist weggelaufen oder eine Einheit hat verloren und ist stehen geblieben. Jetzt haben wir immer noch die Möglichkeit, es gibt ein Unentschieden und beide Einheiten bleiben stehen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass nichts auf dem Spielfeld passiert. Wenn jetzt eine Einheit verliert und einen Moraltest total verhaut, über ihren normalen Moraltest würfelt und auch über den modifizierten Moraltest würfelt, dann flieht sie wie früher auch. Sie läuft weg, die andere Einheit kann hinterherrennen, wenn sie möchte. Wenn die Einheit, die flieht,
oder wenn die Einheit, die den Moraltest verpasst hat, jetzt nicht flieht, sondern sie würfelt, sie verpatzt zwar ihren Moraltest, den modifizierten Moraltest, also zum Beispiel, sie hat den Nahkampf um 3 verloren. Die Einheit hat einen Moral, wird um 7, wird um 3 runter modifiziert, 4. Man muss also mit 2 würfeln unter 4 würfeln, damit die Einheit stehen bleibt, beziehungsweise damit die Einheit standhaft bleibt. Wenn man aber jetzt zwischen 4 und 7 würfelt, also über dem modifizierten Moralwert, aber unter dem normalen Moralwert, dann gibt es einen geordneten Rückzug. Dann läuft diese Einheit 2 oder 1W6. Also sie läuft auf jeden Fall weg wie beim Fliehen. Ich glaube, sie läuft nur 1W6 weiter. Entschuldigt, wenn das nicht so ganz richtig ist. 1 oder 2W6 läuft weg, sammelt sich am Ende aber sofort. Das heißt, wenn der Gegner hinterher prescht und mit denen in den Nahkampf kommt, sind sie nicht automatisch vernichtet wie beim Fliehen, sondern dann geht ein neuer Nahkampf einfach los. Und wenn eine Einheit jetzt einen Nahkampf verpasst, also verliert, aber ihr Moraltest schafft, bleiben sie nicht einfach stehen wie vorher, sondern werden automatisch 2 Zoll nach hinten geschoben. Und der Gewinner hat die Möglichkeit, hinterherzuziehen, wenn er möchte. Bietet wahrscheinlich ein bisschen Dynamik hinterher. Das nennt sich im Endeffekt Boden freigeben. Ich glaube, damit wollen sie ein bisschen mehr Dynamik auf dem Schlachtfeld erzeugen, dass bei einem Nahkampf nicht alles irgendwie nur ineinander stehen bleibt für über mehrere Runden. Auch das wird sich zeigen müssen, ob das eine coole Sache ist oder ob das tatsächlich nachher in einem ganz dämlichen Gefrickel endet. Das weiß man erst, wenn man es gespielt hat. Was wir übrigens abgeändert haben für all diejenigen, die Warhammer Fantasy mal gespielt haben, die Stärke einer Einheit modifiziert nicht mehr den Rüstungswurf der geschlagenen Einheit. Früher war es so, ab Stärke 4, wenn eine Einheit in Stärke 4 auf eine andere Einheit raufhaut, die hat eine Rüstung, ab einer Stärke von 4 wird die Rüstung um 1 schlechter. Ab Stärke 5 Rüstung um 2, ab Stärke 6 um 3 und so weiter und so fort, bis diese Einheit keine Rüstung mehr hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Stärke modifiziert nicht mehr den Rüstungswurf. Dafür haben aber viele Waffen, die Figuren tragen, oder einige Waffen, die die Figuren tragen, haben einen Durchschlag. Einen sogenannten Durchschlag, den kennen wir von Warhammer 40.000. Der ist auch im Wandel der Zeit immer anders gewesen. Mal hat er den Rüstungswurf modifiziert, mal hieß es, dass ein Durchschlag von 3 alle Rüstungswürfe, die 3 oder schlechter sind, negiert haben. Hier funktioniert der Rüstungs- oder der Durchschlag, das Armor-Piercing, funktioniert tatsächlich genauso, wie früher die Stärke war. Also im Endeffekt hat eine Waffe einen Durchschlag von 3, dann wird die Rüstung des Geschlagenen um 3 schlechter. Wirkt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komplizierter, dass man jetzt extra nochmal eine weitere Sonderregel dazu erschafft hat, um den Rüstungswurf zu modifizieren. Hat aber vielleicht auch den Vorteil, dass Waffen viel flexibler irgendwie auf den Gegner oder ja, dass Waffen viel flexibler angewandt werden können und nicht immer sklavisch an die Stärke der schlagenden Einheit gebunden ist. Auch das wird sich zeigen, ob das besser, ob das übersichtlicher ist oder ob das auch eher unnötiges Verkomplizieren der ganzen Geschichte ist, weil man vielleicht eine größere Flexibilität haben möchte. Auch das wird sich zeigen. Und natürlich gibt es viele neue Sonderregeln oder auch alte Sonderregeln, die fast gleich sind, aber auch alte Sonderregeln, die angepasst sind an die neuen Gegebenheiten, wie zum Beispiel dass es jetzt mehrere Outcomes gibt mit dem Kampfergebnis. Dass man dann zum Beispiel, selbst wenn man den Kampf verloren hat, aber den Moralwert nicht geschafft hat mit einer Sonderregel, dass man standhaft bleibt, dass man einfach, dass die Einheit stehen bleibt und nicht zurückgedrängt wird. Auf solche neuen Mechaniken gibt es natürlich neue Sonderregeln. Es gibt zum Beispiel den Rüstungsfluch auch, also wo man dann, wenn man bei der Stärke, also man macht ja klassisch immer noch Warhammer Fantasy, sowas wie Conquest ist da ja ein Ticken weiter, um schneller zu sein, da macht man einen Angriffswurf und wenn er geschafft ist, macht der andere einen Verteidigungswurf. Bei Warhammer Fantasy ist immer noch, man macht einen Kampfgeschick gegen Kampfgeschickwurf, wenn man getroffen hat, nimmt man die Treffer, würfelt nochmal, ob man Stärke gegen den Widerstand schafft und die Treffer kommen dann vielleicht gegen den Rüstungswurf. Und wenn man mit der Stärke gegen den Widerstand dann eine 6 würfelt beim Rüstungsfluch, dann modifiziert man den Rüstungswurf nochmal extra um eine gewisse Anzahl, die dort angegeben ist. Also es sind sehr viele interessante Sachen, die aber halt immer oben drauf kommen und trotzdem nicht das alte Warhammer Fantasy Gefühl tatsächlich wegnehmen. Da bin ich sehr positiv bei der ganzen Geschichte. Auch gibt es zwar reelle Sichtlinien, wie in der 8. Edition von Warhammer 40.000, was das Gelände angeht, haben sie das mal ein kleines bisschen zurückgenommen. Wälder blockieren zum Beispiel jetzt komplett Sichtlinie von A nach B. Also wenn eine Einheit hier steht, andere Einheit steht hier und in der Mitte ist ein Wald, können die beiden Einheiten sich nicht sehen. Das war in der 8. Edition nicht so, weil da gab es reelle Sichtlinien durch den Wald halt durch, da gab es halt nur Deckung. Das finde ich tatsächlich sehr gut, gerade für Armeen, die halt echt viele Runden dem Beschuss ausgesetzt sind, können dadurch tatsächlich sich nochmal Sichtblocker schaffen, die sie im Falle von Wäldern aber nochmal durchlaufen können. Das heißt, man muss nicht irgendwie Slalom laufen, um sich zu verstecken, um dann irgendwie nicht davor zu kommen. Also es gibt da tatsächlich, was die Positionierung und die Bewegung angeht, dadurch finde ich ein paar mehr taktische Komponenten, die es auch echt leichter machen für Armeen, die sonst durch Beschuss echt zernichtet werden, auch mal irgendwie ans Ziel zu kommen. Also wenn man gegen so eine Zwergenballerburg anläuft mit Tiermenschen oder mit Chaoskriegern, dann weiß man, wovon man spricht.
Man hat in der 8. Edition da relativ wenig Land gesehen. Und jetzt kann man, wenn man da Wälder hinsetzt, hat man tatsächlich ein bisschen was Flexibleres. Auch Gelände wurde hier und da ein kleines bisschen immer mal angepasst. Das will und kann ich jetzt hier nicht im Detail alles ganz erläutern. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass das Gelände jetzt nicht mehr so übertrieben Michael Bay, Bang, Boom, Bang, ist wie in der 8. Edition. Dass jedes Geländestück irgendwie hier einen Buff gibt und hier nochmal Geister ausschießt und hier explodiert nochmal Lava oder so. Sondern das Gelände ist sehr relativ grounded, was das angeht. Es gibt aber, wenn man möchte, kann man immer Centerpieces auf das Spielfeld stellen. Es gibt auch eine Mission, die sich nur um einen Centerpiece dann dreht und das kann dann Sonderregeln haben. Auch ist es so, dass sie schwieriges Gelände ein kleines bisschen flexibler gemacht haben. Früher war es so, da kannte ich das noch, bewegt sich eine Einheit durch schwieriges Gelände, also zum Beispiel ein Wald ist zum Beispiel auch schwieriges Gelände, dann halbiert sich die Bewegung dieser Einheit dadurch. Jetzt ist es so, dass die einfach nur -1 auf ihren Bewegungswert bekommen. Das heißt, die Einheiten werden verlieren zwar Bewegung, werden ein bisschen aufgehalten, aber sind nicht mehr so ganz krass langsamer wie vorher. Das hilft, glaube ich, der Dynamik ein kleines bisschen und hat trotzdem noch eine taktische Komponente. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ein großer Punkt und ein großer Kritikpunkt, den Warhammer Fantasy gerade in der letzten Edition hatte, war, es gibt zu viele Sonderregeln. Jede Einheit hat eine riesige Latte an Sonderregeln gehabt. Das war ja etwas, was in der 5. Edition schon war und wo sie in der 6. Edition Tabula Rasa gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt haben fast noch spezielle Einheiten Sonderregeln. Das war am Ende der 8. Edition, da hatten wir wieder Hero Hammer, das war wieder total vorbei. Und jeder Pups Goblin hatte irgendwie 5 bis 6 Sonderregeln. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Also wenn ich mir jetzt so ein Kemri-Skelett angucke und da sind irgendwie 6 oder 7 Sonderregeln. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ich guck da mal ganz kurz rein. Ein Kemri-Skelett, das ist wirklich also ein ganz, ganz billiges Vieh. Ne? Hat natürlich, weil es untot ist, hat natürlich hier und da einige Sachen. Aber das ist eine von den Gruftkönigen, die Standardeinheit. Ein Skelettkrieger hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonderregeln. Untote von Neekara, das besagt, dass sie nochmal 4 weitere Sonderregeln haben. Dann haben sie geschlossene Ränge, Hauptregiment, Horde und Regeneration 6+. Das heißt, jede Billo-Einheit hat wirklich echt sehr viele Sonderregeln. Skelettplänkler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So Sonderregeln plus halt die bei den nekarischen Untoten sind. Und das zieht sich bei den Bretonen auch durch. Also das heißt, es gibt wirklich sehr viele Sonderregeln, weil auch solche Sachen wie deren Formation mit in den Sonderregeln mit drinstehen. Das macht es gefühlt, finde ich, hier und da ein kleines bisschen unübersichtlicher, weil die Profilwerte sowieso schon relativ überladen sind durch die ganzen Informationen, die da mit drin sind. Aber ich glaube, das ist auch eine reine Gewöhnungssache. Insgesamt muss ich aber sagen, finde ich, dass die normalen Truppentypen ein kleines bisschen debufft wurden. Also ich habe schon von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, oh, meine Phönixgarde hat weniger Rettungswurf und die Einheiten haben die Rettungswurf und auch, ja, meine Einheiten mussten federn lassen. Meine Chaoskrieger haben jetzt nur noch eine Attacke. Erst wenn ich sie zu Außerkorn und für Extrapunkte mache, haben sie 2 Attacken. Meine Untoten von Neekara können nicht mehr so cool wieder hochgezogen werden. Dafür haben sie Regeneration von 6+. Also insgesamt, finde ich, wurden wirklich Reiheneinheiten schwächer gemacht. So ein bisschen wie damals 6. Edition von Kriegerische Horden. Aber weil das bei allen irgendwie passiert ist, habe ich da ein ganz gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Dass wirklich man dann sagt, okay, dann sind vielleicht besondere Charaktermodelle und spezielle Einheiten da ein bisschen stärker. Wobei ich befürchte, dass vielleicht dann der Fokus sich sehr auf diese Einheiten verschiebt und die zu stark werden. Auch das wird sich zeigen müssen. Ich bin da jetzt erstmal nicht allzu negativ eingestellt. Ja, viele meiner Signature-Einheiten sind jetzt nicht mehr so geil wie vorher, aber das ist am Anfang einer jeden Edition so, dass die vielleicht dann anders agieren, schlechter oder besser sind. Ey, da wird die Zeit zeigen und daran können wir uns dann auch irgendwie gewöhnen. Mein Fazit, was halte ich nun von Warhammer The Old World? Ich habe Warhammer The Old World bisher nur in der Theorie gelesen. Und ich konnte auch nicht alle Armeen durchlesen. Das ist echt, echt viel, was da in diesem Buch drin ist. Na, und hier sind halt nur die 4 bösen Armeen drin. Das sind echt schon viele, viele Seiten und da ist sehr wenig Lore und sehr wenig Bilder drin. Das sind jetzt hier 160, 170 Seiten sind da jetzt drin. Das meiste davon sind wirklich Regeln. Das kann man sich in diesen 6 Wochen vielleicht reinziehen, wenn man nichts anderes macht. Aber wie gesagt, ich war im Urlaub, war krank und irgendwie mit Weihnachten und Silvester hat man noch Besseres vor, als sich dann irgendwie da durchzuarbeiten. Aber was ich lese ist tatsächlich, es fühlt sich an wie eine neue Edition von Warhammer Fantasy und das freut mich total. Alle, die Warhammer Fantasy geliebt haben, glaube ich, könnten da auf jeden Fall reinschauen. Alle, die Warhammer Fantasy gehasst haben, können ohne Probleme wegschauen, weil es ist immer noch Warhammer Fantasy.
Es ist nichts hinzugekommen. Die Bewegung ist nicht leichter geworden, was ja viele gestört hat. Auch alle haben ja viele gesagt, oh, die Regimenter an sich finde ich doof und die bewegen sich auch so behäbig. Das ist alles gleich geblieben. Ob nun viele der kleinen Regeländerungen im Detail das Spiel flüssiger oder auch behäbiger machen, das kann ich so aus der Theorie nicht sagen. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan. Wovon ich halt nicht angetan bin, ist, und das habe ich auch in dem anderen Video gesagt, ist halt die Box der Khemris. Weil ich einfach finde, dass, also ich bin kein Fan der Skeletttruppen. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, die sagen, oh, das kannst du doch nicht als Kritikpunkt anbringen, weil ich finde die Figuren ja toll. Und dann sage ich, doch, kann ich für mich als Kritikpunkt definitiv anbringen, dass ich als Khemri-Spieler, der schon, keine Ahnung, schon 100 von diesen Skeletten bemalt habe, für neue Standardtruppen gerne mal neue Skelette hatte, weil ich schon 2011, als die neu kam, also die letzte Edition kam, schon gesagt hat, ey, die Dinger sind von 2002, die brauchen was Neues. Und nicht nur, dass sie von 2002 sind, sondern das Grundgerüst besteht aus 1998. Das heißt, wir haben Modelle von 1998 mit extra Bauteilen von 2002. Und die haben einen ganz anderen Stil als neuere Modelle tatsächlich. Und dadurch ist die Armee in sich inkonsistent. Die Skelettpferde zum Beispiel sind von 1993 noch, die da drin sind. Die sind dann tatsächlich aber weniger das Problem, sondern die normalen Skeletteinheiten sind für mich das Problem, weil sie mit neueren Modellen, das funktioniert nicht mehr. Weil sie sind zu groß, zu klobig. Und wir sehen ja gerade, was Games Workshop geschafft hat mit den Vampir-Skeletten. Die sind so hübsch, die sind so cool, viel filigraner und passen dann auch so, dass dann ein Todespriester, dass sein Kopf, der noch Knochen, denn der über den Knochen hat er noch Haut und Sehnen, der Kopf ist um die Hälfte kleiner als von einem puren Skelett. Das ist so eine Sache. Das ist aber mein persönlicher Geschmack. Ich weiß, viele finden gerade diesen Oldschool-Cartoon-Stil total toll. Für mich ist das nicht der Fall. Und ich sage, alle neuen Modelle von den Gruftkönigen finde ich toll. Bin ich auch bei, aber die hätten sie austauschen müssen. Und dementsprechend würde ich mir von denen tatsächlich auch gar keine holen. Und wenn ich eine neue Standardeinheit haben will, weil ich von denen einfach noch so viele habe. Ich habe tatsächlich noch da irgendwelche, noch Gussrahmen von da, die ich nicht mehr angefasst habe, weil ich gesagt habe, mir reicht es mit diesen alten Modellen. Dann werde ich Alternativmodelle dafür holen. Aber auch nur für die Standardeinheiten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Games Workshop zwingt mich ja dazu, das zu machen. Nein, Games Workshop zwingt mich nicht dazu. Aber ich entscheide mich dazu, dass ich Standardtruppen, neue Standardtruppen, die ich haben möchte, dann einfach ersetze mit anderen Modellen, weil mir diese nicht mehr zusagen. Die Bretonen hingegen, die sind auch von 2003, aber das sind viel bessere Modelle. Die Armee ist in sich stimmig, die von den Proportionen funktionieren die viel, viel besser. Das ist eine Armee-Box, die immer noch echt gut funktioniert. Guckt euch gerne mal das Unboxing an. Da habe ich sehr viel darüber geredet und war auch sehr, sehr begeistert. In ein, zwei Videos wurde bei mir gesagt, oh, man sieht bei dir richtig das Feuer und die Liebe zu dem Spiel. Andere haben zu mir gesagt, Dennis, du siehst ja nur die Negativpunkte. Warum bewertest du das so negativ? Und ich kann euch sagen, Warhammer Fantasy war früher mein allererstes Tabletop-Spiel. Mit dem bin ich reingekommen. Und ich habe es jahrzehntelang gespielt und ich habe es geliebt. Ich bin damit aufgewachsen. Wir haben es wirklich gemeint, wir haben es gespielt mit nur 10 Figuren. Und man hat so im Laufe der Jahre hat man sich eine Armee zusammengebaut. Und erst so in den 2000ern hatte ich die Möglichkeit und das Geld gehabt, oder in der Mitte 2000ern, das Geld gehabt, da richtig Geld reinzustecken, um auch größere Sachen irgendwie, um das stärker auszubauen und auch eine zweite Armee aufzubauen. Aber, also das heißt, ich habe da schon eine Liebe für und ich war damals auch echt hart beleidigt, als Warhammer Fantasy eingestellt wurde und Age of Sigmar kam. Schaut mal bei mir auf den YouTube-Kanal. Ich glaube, da müsste noch das Video von 2015 existieren, Regeln anschauen um Mitternacht oder sowas. Guckt euch das mal an. Da sitze ich wirklich, das war so ein Reaction-Video eigentlich, als ich wirklich mich gefilmt habe, wie nachts die PDFs zu Age of Sigmar online gegangen sind für die Armeen und ich las das und hab wirklich gelacht ohne Ende. Jetzt sind aber 9 Jahre vergangen und wir hatten kaum noch Spiele gehabt, weil schon zur 8. Edition sind ganz viele meiner Spieler weggebrochen. Und wenn man das so lange nicht mehr spielt, ist das Spiel einem auch egal geworden irgendwie. Also bei mir. Für mich kam Conquest neu hinzu. Für mich kam Song of Ice and Fire hinzu. Für mich kam Star Wars Legion hinzu. Für mich kam Infinity hinzu. So viele tolle neue Spiele. Und die sind mir aktuell tatsächlich viel, viel wichtiger als Warhammer The Old World. Warum? Weil es so lange nicht da war und dementsprechend ist es bei mir jetzt auf dem Stand und hat bei mir tatsächlich genau den gleichen Stand wie jedes andere neue Spiel. Jetzt kann man mich dafür natürlich angreifen und sagen, oh, du hatest der GW ab. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, du hast die Sache geschenkt bekommen, deswegen sagst du die Sachen total positiv. Ich sage, es ist für das, was ich hier mache, für das Video eigentlich von Vorteil, dass ich relativ wenig Leidenschaft mehr für Warhammer habe. Weil ich glaube, so kann ich zumindest einige Sachen besser bewerten, als wenn ich eine rosa-rote Brille habe. Wobei ich nicht sage, dass ich nicht biased bin.
das kann immer noch sein, dass ich einige Sachen viel besser sehe, als es andere Leute sind, die neu reinkommen. Vielleicht sehe ich auch einige Sachen kritischer als Leute, die jetzt damit anfangen wollen, weil sie das Komplexe haben wollen, weil sie mehr Simulation haben wollen, wo ich sage, ey, welcome. Ich persönlich denke, wenn ihr aber Rank-and-File-Spiele haben wollt und in einer ähnlichen Lebenssituation seid wie ich, das heißt, ihr habt wenig Freizeit und habt aber zumindest die Zeit und die Lust, Massenarmeen zu spielen, aber nicht so viel Zeit zum Spielen an sich, dann seid ihr mit Conquest oder Song of Ice and Fire tatsächlich besser bedient, aufgrund der Tatsache, dass diese Spielsysteme dynamischer, moderner sind und viel weniger Downtime haben. Beide sind Spiele, wo man sagen kann, du bewegst eine Einheit, ich bewege eine Einheit, du machst eine Einheit, ich mache eine Einheit. Warhammer Fantasy ist Warhammer Fantasy. Das heißt, ein Spieler macht seine ganze Armee, macht zuerst die Befehle, macht dann die Bewegung, macht dann die Nahkämpfe, gut, da darf man auch mal gegen angreifen, macht dann den Beschuss, umgekehrt zuerst Beschuss, dann Nahkampf und dann ist der andere erst dran. Und das über 6 Runden. Da ist viel Downtime, je nachdem, wie groß die Spiele sind. Das ist wirklich ganz, ganz klassisch. Wenn ihr aber darauf Bock habt, und ich will das nicht als negativ sagen, wenn ihr darauf Bock habt und einfach oldschoolig spielen wollt, und mit oldschool sage ich tatsächlich nicht, dass oldschool toll ist unbedingt, oldschool von den Regeln her, ich fand ja HeroQuest auch toll, weil es oldschoolig war, ja, wieder nach langer Zeit mal wieder so einen oldschooligen Dungeon Crawler zu spielen, dann guckt euch das gerne mal an. Ich sage aber nicht, beziehungsweise ich sehe, dass Games Workshop ganz viel auf Oldschool und Nostalgie setzt. Das sieht man, wenn man in das Buch reinguckt und viele der Fotos echt nostalgisch sind. Games Workshop kann mittlerweile richtig tolle Fotos machen von ihren Miniaturen und richtig geile Szenarien machen, dass du denkst, ich hab da Bock drauf. Das schaffen sie hier in meinen Augen nicht, weil sie wieder Fotos machen wie in den 90ern oder in den frühen 2000ern. Ich sehe keine Fotos mal von Nahaufnahmen von den Figuren, Nebel und Licht und geile Szenerie drumherum, sondern ich sehe meistens immer nur große Blöcke auf großem Feld auf einer Grasmatte. Mit ein bisschen Geländer. Es ist wirklich so. Also ich übertreibe natürlich, auch die Qualität ist da natürlich schwankend, aber man sieht das auch sehr viel. Und vor allem das Witzige ist, dass sie zum Beispiel, wenn wir Bilder von den Chaos-Kriegern gucken, da wird noch der Dämonenprinz, dieser hässliche Dämonenprinz aus den 2010ern genommen. Das war sogar noch aus den 2000ern. Während es doch seit anderthalb Jahren seit einem Jahr den neuen geilen Dämonenprinz gibt, der so viel geiler aussieht. Der ist da nicht drin zu finden. Neuere Modelle sind da gar nicht drin zu finden. Und da ist die Frage, Nostalgie um des Nostalgiewillen. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Fanservice für die Nostalgiker. Aber würde ich jetzt heute nicht diesen Nostalgiefaktor haben, wüsste ich nicht, ob mich das anspricht. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich möchte es allen von euch nicht absprechen. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr sowas nie gemacht habt, jetzt sagt mit Old World, seid ihr dabei? Bitte, bitte, you're welcome. Ja? Also, seht es einfach von mir als Kritik, meine persönliche Kritik an, basierend auf meiner Erfahrung und meinen persönlichen Präferenzen. So, jetzt habe ich auch genug geredet. Seid ihr noch wach? Okay. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte mit euch diskutieren. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den ganzen Punkten. Wenn ihr auch noch was wissen wollt, ja, schreibt das auch gerne in die Kommentare, denn wenn ich hier nicht vor der Kamera bin, kann ich auch mal nachblättern und eure Fragen vielleicht dann in den Kommentaren beantworten. Schreibt das also gerne in die Kommentare, mache ich gerne. Und wenn ihr neben guter Besserungswünsche vielleicht Dice ein kleines bisschen unterstützen wollt, dann dieses Video gerne teilen. Liken, kommentieren, teilt das gerne, teilt das anderen Leuten oder unterstützt Dice gerne mit einem Abo, das würde mich total freuen. Oder wenn ihr sagt, ey, Dennis, nette Arbeit, ich unterstütze dich auch gerne monetär, guckt mal auf www.co-fi.com/Dice rein. Dort könnt ihr mich auch monetär unterstützen und ihr kriegt sogar auch noch ein paar kleine Goodies dazu. Vielen lieben Dank. Ihr wisst aber ganz genau in den Kommentaren, seid nett zueinander, sonst gibt's Kraftmager für alle. Und ich gehe jetzt in die Sonne. Und like and subscribe nicht vergessen. Tschüss.